Ja, manch einer, der stöhnt ja schon bei Temperaturen so um die 30 Grad. Die Menschen an der Westküste der USA und vor allen Dingen auch Kanadas, die halten das momentan wahrscheinlich eher für einen kühleren Tag. Denn dort werden ja derzeit Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius gemessen. Die Folge sind unter anderem verheerende Wald- und Buschbrände. Von Arizona über Kalifornien hoch bis Oregon und British Columbia stehen mehr als 1 Million Hektar Land in Flammen. Extrem hohe Temperaturen und sich rasant ausbreitende Waldbrände haben den Westen der USA erneut fest im Griff. Die Flammen gewaltig, tödlich. Feuerwehrleute kämpfen gegen Dutzende Brände an. Im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich das sogenannte Beckwith Complex-Feuer täglich verdoppelt in den letzten 3 Tagen. Ich konnte meine 4 Hunde nicht retten. Sie konnten nichts sehen durch den Rauch. Ich befürchte, sie haben es nicht überlebt. In Arizona sind 2 Feuerwehrmänner bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Sie hatten sich einen Überblick über die Brände verschaffen wollen. Das Bootleg-Feuer in Oregon ist jetzt das größte im Land mit mehr als 600 Quadratkilometern. Anwohner müssen evakuiert werden. Eine weitere Sorge, das Stromnetz könnte zusammenbrechen. Die gefährlichen Waldbrände, befeuert im wahrsten Sinne des Wortes von der extremen Dürre und den hohen Temperaturen, die immer wieder neue Rekorde aufstellen. 30 Millionen Menschen im Westen der USA unter einer Hitzewarnung. Ich war beim Militär, auch in Katar. Das war heiß, ja, aber das hier ist erst richtig heiß. Im bekannten Death Valley werden über 50 Grad Celsius gemeldet. Und in Kanada zeigen Studien, dass die Hitze möglicherweise über 1 Milliarde Meeresbewohner wie Muscheln getötet haben könnte. Jetzt fordern Behörden, vor allem in Kalifornien, den eigenen Wasserverbrauch um 15% zu reduzieren und Strom zu sparen. Anwohner sollen, wenn möglich, draußen keinen Sport treiben. Unser Meteorologe Alexander Hildebrand ist jetzt hier bei uns im Studio. Wir müssen vielleicht noch mal klären, was da eigentlich sich gerade abspielt an der Westküste. Also es kommen jetzt in diesem Sommer auf der Nordhalbkugel und an der Westküste von Amerika tatsächlich viele verschiedene Faktoren zusammen. Natürlich ist das Death Valley als Tal des Todes auch eine der heißesten Regionen der Welt, muss man tatsächlich sagen. Und natürlich könnten einige Niederschläge immer wieder versuchen, so vom Pazifik in Richtung dieser Region zu kommen. Aber hier sind auch einige Berge dazwischen, die komplett verhindern, dass dort etwas Regen ankommt und entsprechend stark dann auch die Sonneneinstrahlung ist. Also hier sind kaum Wolken vorhanden und aus diesem Grund ist gerade diese Region im südlichen Kalifornien wirklich extrem trocken. Rasen gibt es dort nur, wenn es mal bewässert ist. Ansonsten eben hier ganz beeindruckende Steinformationen, weil es dort quasi so gut wie nie regnet. Diese Aufnahmen habe ich dort vor einigen Jahren gemacht und man sieht hier wirklich diese extrem trockene Landschaft und dann brennt die Sonne da stundenlang drauf. Aus diesem Grund entstehen gerade in dieser Region diese heftigen Hitzerekorde und tatsächlich in diesem Sommer schon zweimal erreicht, über 54 Grad, 54,4 Grad erreicht am 9.7. und dann gleich am 10.7. nochmal ein neuer Rekord, 54,1 Grad. Und es hat sich jetzt eine Diskussion entbrannt, das ist wirklich ein sehr verlässlicher Wert, ähnlich verlässlich auch wie die Werte aus Kuwait und aus dem Irak, aber es muss tatsächlich schon auch ein erfahrener Beobachter vorhanden sein oder vor Ort sein, der diese Werte abliest. Und aus diesem Grund ist auch der Rekord aus dem Death Valley von 1913 jetzt erstmal negiert worden, weil man dann dort sagt, das war ein Beobachter, der es nicht richtig abgelesen hat. Aber diese 54,4 Grad, die sind wirklich echt und tatsächlich in den letzten Tagen aufgetreten. Und kurzer Ausblick noch auf die nächste Woche. Es wird sich dort erneut eine Hitzewelle einstellen, weil hier in dem gesamten Westen der USA quasi keine Strömung stattfinden kann. Die heiße Luft ist dort vorhanden, die Sonne brennt darauf und dort sind dann möglicherweise nochmals neue Rekorde zu erwarten. Die Menschen da in den USA, Land und Tier, brauchen wahrscheinlich das, was wir momentan zumindest in Teilen des Landes zuhauf haben. Regen, Regen und nochmal Regen am Rhein. In Köln haben wir gerade geschaltet. Da kommen Bindfäden runter. Wo ist denn da der Schwerpunkt? Also der Schwerpunkt ist jetzt genau im Südwesten heute. Und tatsächlich sind heute in den letzten 6 Stunden teilweise schon in der Oberrheinebene auch bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter regional gefallen. Und die Regenvorschau, die zeigt dann auch, dass es hier gerade aus dem Südwesten nochmals neue Regenschauer gibt, die dort aufziehen werden. Am Mittwoch wird das Ganze auch in die Mitte ziehen, aber Sie sehen, dass diese Niederschlagszellen doch relativ klein sind. Also es sind doch insgesamt eher regionale Ereignisse. Aber jetzt sehen wir nochmal, was hier am Laufe des Dienstags passieren wird. Aus dem Süden, aus dem Südwesten heraus, dort wird es noch weiter kräftig regnen. Und achten Sie auf Überschwemmungen, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind. Aus diesem Grund noch kurz die Karte mit den Unwetterwarnungen. Hier sehen Sie, dass es dann nochmal reicht für Unwetter.
Hochwasserwetterwarnungen. Regional 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Lokal auch etwas in relativ kurzer Zeit, aber eben am stärksten betroffen heute. Der Südwesten, also der Unwettersommer 2021, geht erneut in die Verlängerung. Alexander, vielen Dank für diesen Überblick. Bitteschön. Und wer in tieferen Lagen wohnt, sollte seinen Keller trocken halten und am besten die wichtigen Sachen nach oben bringen. Besser ist es. Ja,